Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei LS19 auf der Karte von Thüringen, Version 3.1.01. Ja, der Fan soll jetzt umgerüstet werden auf Zwillingsbereifung, weil ich möchte mit ihm gerne den nächsten Silagebahn sammeln. Mit LKW hat es schwierig gewesen. Konnte nicht so schnell fahren, wie ich wollte. Und die müssen mal ganz kurz den Kollegen auf Zwillingsbereifung machen. Trailerbock kann bleiben, GPS kann auch, brauchen wir nicht. Jo. Gut, mal gucken, ob wir den Dolly noch verändern können. Glaube ich nicht. Breitreifen. Ja, gut. Den lassen wir so. Entschuldigung. Aufstoßen hier. So. Gut, da haben wir repariert, ne? Und gleich mal ja, aufgerüstet, ne? Weil ich schon weiß, auf dem Feld wird schwierig. Da ist der Anhänger. Mal schauen, wie er sich hat. Ne? LKW war gerade mal auf 30 km/h im Feld. Straße werden wir eh nicht so rasen können. Ist ja halt so, ne? So. Wie im realen Leben, ne? Nur aufsteigen können wir nicht. Ich kann mir schon, aber wird nicht funktionieren, wird nicht trotzdem nichts tun. Ich habe diesen Mod hier nicht drauf. Also und denk mal, alle Fahrzeuge werden dafür auch nicht gehen. Vielleicht nur ein Teil. Und sagen wir dann, welche denn schon, ne? Aber wie gesagt, ist auch eine Zeitfrage ein bisschen. Wenn man alles so, so genau machen möchte, ne? Prinzip her. Ja, aber Macht der Gewohnheit ist immer nicht, ne? Aber wer es möchte, kann es ja gerne so machen, ne? Aber wie gesagt, alle Fahrzeuge werden auch für mich gehen. Ist leider so. Und eine alte Weisheit sagt man, je mehr du drauf hast, an Mod drauf hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Probleme gibt, ne? Dass sie mich da ein bisschen vorsichtig. So, Gas geben wir Gas. Ein Traktor ist ja eigentlich ein Gefährt fürs Feld, ne? Und man muss ja irgendwo einen Kompromiss finden. Also auf der Straße entsprechend fahren kann mit einer entsprechenden Geschwindigkeit und dann mal abwägen, ne, was wichtiger ist, ne? Die Sondiertraktoren, die sind ja alle mehr oder weniger fürs Feld ausgedacht, also ausgelegt, aus einem einfachen Grund: bei den USA gibt es so eine großen Straßensysteme nicht, ne? Was da gerade passiert, war die Kurve schon zu eng. Was ist los, Junge? Ja, das ist die Länge. Vielleicht länger auch ein bisschen, ne? Klar, wenn er so rumzieht, ja, okay. Ja, die Bretter, Tor ist zu. War das Uhrzeit? 20 Uhr, das gibt's nicht. Das ist mir nicht aufgefallen bis jetzt. Obwohl das mein Sägewerk ist, ne? Also im Sägewerk machen wir jetzt keinen Gewinn, ne? Ich habe ja längerfristig was vor, schlachthofmäßig und so.
Da brauche ich Leerpaletten, da wollte ich mal sehen, ob überhaupt funktioniert, ne? Das war mal länger geplant, bevor ich mir groß Schweine kaufe für Schlachthof, später fürs Züchten, sollte man das entsprechend testen, ob funktioniert. Es funktioniert. So, muss ich kurz gucken. Fahrverhalten ist nicht gut. Ja, regt mal auf. Ist ja ein bisschen schneller als der LKW, ne? Das wenn ich kann auch die Fahrzeuge zettern lassen und dann nochmal zettern lassen, theoretisch. Und darf man nicht vergessen abzuhängen, ne? Sonst ist das immer noch Stufe 1, auch Stufe 2. Schwierig. Ja, Ping-Pong, ne? Das war so nicht geplant. Bevor jeder eigentlich so einsam wird, ne? Und noch einer. Die müssen mich gleich düngen. Das ist das ganze Problem. Ja. Nein, nicht unbedingt heute sofort, aber wie gesagt, das ist ja irgendwann fertig, ne? Und dann wäre das blöd, wenn wir jetzt das zu lange hinauszögern und dann drüber fahren müssen, wenn es gewachsen ist. Dann ist das ganz blöd. Ich kann mir die ganze Frucht. Beim ersten vielleicht nicht, aber beim zweiten Mal schon. Und das muss ja nicht sein, das ist ärgerlich. Die Tonne ist die gleiche geblieben mit 34. Tja, das ist schon wieder Mittwoch, ne? Ja, hier muss ich mal aufpassen mit Rechnen, der Zahlen, Reihenfolge und so. Der Kettle kostet ja jetzt Montag. Aber da überlege ich mir aber auch, ob das Sinn macht, umzustellen von der Aufnahme her, dass ich mal einmal halt nicht 7 Folgen mache, sondern 9, wenn alles am Montag beginnt. So. Aber das ist eine Überlegung, das ist noch lange nicht so weit. Die Räder drehen, 100% durch. Also weiß auch nicht genau, wie das Fahrverhalten wäre im Realismus. Ne? Ich weiß nur, dass man eigentlich auf feuchten Wiesen oder feuchten Feldern nicht drauf fährt, weil man eigentlich so viel Schaden anrichten könnte. Außer es ist wegen der Verluste der fahrenden Ernte. Ne? Hier liegen Stoßen. Aber hier hat es ja im Prinzip nur optische Auswirkungen. Vom Boden hat man gar keine Auswirkungen. Ne? Das hat nicht vorgesehen. Was mir später daraus gemacht wird, lass mich überraschen. Was sie hinkriegen mit dem mehr Realismus und mit das Spiel auf mehreren Kernen laufen zu lassen. Ne? Weil viele haben ja schon mindestens 4-Kernrechner. Da wäre es sinnvoll, wenn doch das Spiel auf 2, 3 oder 4 gar laufen würde. Ne? Dass sich die Leistung ja, verteilen könnte. Da wäre mal zur Zeit der Spitzenberechnung
in manchen Wachstum zum Beispiel vielleicht sinnvoll, wenn man da ein bisschen Reserve ins Spiel kommt, ne? Geht ja auch darum, bei der Einfachkarte macht es vielleicht nicht so dramatisch sein, aber bei der Vierfach ist doch zu werden. Oh, jetzt wird gleich müde. Das ist nicht so schön. Uhrzeit, ja, 5:30. Ja, früher aufstehen, 3:30. Ist wie gesagt nicht meins. Aber dann ist bei der Frühschicht so, ne? Hat ja auch Vorteile beim Freitag zum Beispiel. Ne? Man hat den Freitag schon zum Feierabend. Aber selbst da neige ich zum Mittagsschlaf, ne? Damit ich abends aber schaffen kann. Und das bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt früh zu Hause bin und dann später, ich würde sagen, einknicke, aber doch schwierig fällt mir die Augen aufzubehalten. Ne? Ist ja so. Auch wenn ich jetzt auch neugierig bin in dem Pferdegras. Aber so groß die Neugier auch wieder nicht. Ne? Und ich wollte es ja nie übers Knie brechen, das bringt ja auch nichts. Das soll ja Spaß machen. Ah, ich habe ja erst Mittwoch erst und heute habe ich dann zumindest 3 Folgen erledigt. Aufgenommen. Ne? Und ich wollte dann 4 machen Donnerstag und nachmittags klappt die Marsch auf Aufnahmen. Das ist ja gut, aber habe ich gut geschafft. Und bearbeiten kann ich ja auch immer Samstag vorher noch ein bisschen. Dann brauche ich ja nur die Folgen fertig machen für Kessel und Koch für Samstag und für Sonntag. Und dann kann ich mir in aller Ruhe Samstag und Sonntag die Zeit nehmen zum Bearbeiten und dann auch hochladen. Ne? Aber das Hochladen dauert ja auch ein bisschen. Das Bearbeiten sicherlich auch. Ne? Das ist ja auch nicht von gleich auf morgen getan. Ne? Ich kann immer nur ein Programm nach dem anderen machen. Ne? Also, ja, ich könnte vielleicht einen zweiten Rechner was machen, aber bringt ja auch nichts. Mache ich jetzt drauf? Kann man nicht sehen, ne? Scheint voll zu sein. Er ist voll. Der Junge ist voll. Und ich drehe meine Runden, wie blöd. Nichts wird. Ja, anders Modus nehmen. Mal kurz lassen. Weil. Mal probieren, ne? Wie gesagt, ist ja hier kommt es ja nicht auf die Geschwindigkeit nicht so sehr an, weil im Prinzip die Landstraße eh nicht so rasen kannst. Und deswegen ein Traktor fürs Feld eigentlich besser und für die Straße, ja gut, dann können wir mit 60 km/h leben, ne? Obwohl man da auch nicht so schnell fahren würde bei dem Gewicht, wenn es stimmt. Mehr. Dann macht das Säge oder gleich das Tor zu. Ja gut. Aber ich komme trotzdem rein, ne? Wie gesagt, verkaufen geht ja nicht, ne? Ein bisschen Holz verkaufen will. Eine Kohle kriegst du. Machst du nun? Hier, Baustelle. Was wollte ich mal sagte. Die ist dann zum nächsten Herbst wieder weg. Wahrscheinlich. Oh ja. Das wäre die zweite Fuhre. Fast 2 Fuhren. Voll. Ja, 2 Fuhren. Und. Nein, den Rest machen wir mischen mit Klee und Zerne wird er gemischt.
Aber das im Grunde ist es egal. Hauptsache, das ist eine Silage, ne? Vom Preis her ist das dann egal. Ich hätte beides Klee machen können. Aber ich sag mal so, das ist schon okay, mal. Ich wollte mal testen, ne? Aber soweit ich weiß, sind die Fruchtsorten jetzt vom Dings drauf. Also nicht von Thüringen ist das schon so vorbereitet, aber wie gesagt, die Fruchtsorten kommen eigentlich mit dazu, mit dem Mais Plus Plus. Soweit ich das weiß, bestanden habe. Aber wie gesagt, da hat er die Früchte eingebaut, denke ich mal. Und die Sorten Pferdegras und so, das war ja schon. Jo. Elefantengras hat man gesehen, aber mal sehen, wie das ist. Aber eins auch anderen, ne? Denn nächstes Jahr kommt ja bei den Flächen, jetzt wo jetzt Getreide ist, kommt dann Raps drauf. Oder Sonnenblumen. Sonnenblumen geht auch. In der Fruchtfolge. So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Für die heutige Folge. Ich sag mal ein dickes Dankeschön fürs fleißig Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Und ciao, ciao. Morgen geht es dann entsprechend hier weiter. Sammeln von ja, Luzerne Ballen und dann geht es hier weiter. Und nach Möglichkeit dann entsprechend die Pferdegras machen, ne? Schauen wir ganz kurz. Ja, der mäht jetzt die letzte Runde. Ach, dann mache ich noch eine Folge, ne? Tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.